Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Jack in Spec React. Wir gucken uns tolle Balkendiagramme an. Servus Jack, der ja, ist moin. Natürlich auch dabei. Hallo, hallo. Und zwar die Bestselling Videogame Consoles von 1972 bis 2019. Und beim ersten Bildschirm kenne ich schon mal die Hälfte nicht. Oh, da kenne ich die Hälfte schon, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also das bestimmt. Ja gut, die eine Hälfte kenne ich nicht, aber die andere Hälfte kenne ich dann logischerweise auch schon. Atari, Coleco. Ja. Microsoft, Sony, sehe ich da unten. Also noch. Atari, Coleco kenne ich, Mattel kenne ich. Ja, Microsoft. Ja, Mattel kenne ich auch als Firma für Brettspiele, aber ich wüsste nicht, was die für eine Videogame-Konsole gemacht haben. Mattel hat das Odyssey, glaube ich, rausgebracht. Ist nicht so ein Sega-Ding, Odyssey? Das klingt nach Sega. Nein, Sega hat kein Odyssey rausgebracht. Sega hat Genesis rausgebracht, aber ist egal. Nintendo, Sega, Sony sind natürlich alle bekannt und NEC hatte ich vorhin erstmal in einem anderen Video gesehen gehabt. Aber. Ah ja, Nintendo ist da auch, ja. Ich starte dann einfach mal. Jawohl. So, Magnavox sagt mir jetzt so auch nichts. Die keiner von uns beiden kennt, die ist am krassesten, ja. Ah, okay. Das ist die Odyssey, siehst mal. Also nicht Mattel. Genau, das. Stimmt, das ist die Odyssey. Nee, Mattel hatte Intellivision gebracht. Entschuldigung. Ah, ja. Das Boah, wir fliegen hier gerade wieder die Ohren weg. Ja, deswegen habe ich schon im Vorfeld leise gestellt. Coleco hat nämlich die ColecoVision gebracht. Ja. Irgendwie Videogame das hilft, ne? Ja, 75, also war wohl noch der erste Computerhersteller halt, ne? Jetzt kommt Atari auch so langsam hinterher. Coleco. Ich finde auch schön, dass die Einblendungen da drin haben, ne? So wie die Geräte auch ausgesehen haben. Atari 2600 war sowieso das etablierteste alte Videospielsystem, was es so gibt. Ja. 77 kam Nintendo schon hoch. What? Ja, ach gut, da, Magnavox, Ding, ne? Das da kenne ich. Kenne ich aber unter Philips sogar noch. Da, Mattel, das ist Intellivision. Sieht dem ColecoVision total ähnlich. Bloß, dass das ColecoVision die Sticks, die gucken raus. Ja, und bei den Intellivision, da steuert man mit dem Telefon offensichtlich. Wie das aussah. Ja, die Nummern, die waren, um die Option soweit einzugeben. Das gab's beim ColecoVision auch, wie du hier sehen kannst. Bloß der Stick war halt raus. Und die Knöpfe, die Buttons an den Seiten, die hatten eigene Funktionen. Es gab ein Spiel, das nannte sich Omega Race. Das war so ein Flugzeugballerspiel mit Raumschiffen. Und der eine Knopf war zum Gas geben, der andere war zum Schießen. Jetzt kommt NES so richtig durch die Decke. Dürfte auch gleich Atari links liegen lassen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt sagen sollte, also was wird wohl die größte Konsole in der ganzen Zeit? Also ich glaube nicht, dass Nintendo vom Thron gestoßen wird. Kommt, ja. Es kommt darauf an, ob PC als Konsole zählt, hätte ich gesagt. Ich glaube nicht, dass... Ach so, du meinst wegen Microsoft. Ja. Könnte natürlich, ne? Oh, 87, da kommt Sega. Sega wahrscheinlich gerade mit dem Master System. TurboGrafx 16 stand dran. Jetzt Mega Drive. Ein Jahr später oder so. Die sind ja verrückt. 88. 88 gab es schon Mega Drive. Da bin ich geboren. 90 kam der Super Nintendo. Und tschüss, Nintendo, renn mal. Eine der besten Konsolen, die es bis heute gibt. Auf jeden Fall. 91 kam erstmal. Achso, nach dem Redesign. Gerade sagen. Ja, ich hatte die alte Version. Nicht das Redesign. Nö, ich auch. Also alte Super Nintendo. Aber das Redesign, das war ja für den amerikanischen Markt. Was? The Pico. Okay. Noch nie gehört. Ich wusste auch nicht, dass Sega irgendwie mal eine Kinderkonsole gemacht hat. Das ist mir auch gerade neu. Aber man lernt nicht aus, ne? Der Sega Saturn. Oh, und jetzt wird die Sony PlayStation. Das ist schon ein krasses Ding gewesen.
Das Ding, wo Nintendo sich seinen eigenen Konkurrenten gebaut hat. Ja. Das hätte nie so kommen müssen. Nintendo 64 kommt raus. Auch sehr geile Konsole. Auf jeden Fall. Erste Konsole, die sich mit einem Analogstick steuern ließ. Ja, jetzt hat Sega langsam nichts mehr zu melden. Ja. Dreamcast, das war der Untergang dann. Leider. War an sich gar keine schlechte Konsole. Also, nee, also die hatte super Potenzial. Die war aber an die sich von. Die Alternativen waren halt krass, ne? Die war von, der Grafik etc. war sie am stärksten zum zeitgleichen, also zum selben Zeitpunkt. Die hatte, die Dreamcast hatte PlayStation 2 Grafik, während die anderen beiden halt die erste Polygon-Grafik hatten, also N64 und PlayStation 1. Da kam die Dreamcast. Oh, jetzt aber wird die war auch sauteuer. Das kann jetzt aber so kommt. Nicht bleiben. Das ist mit Microsoft gemeint. Ja, jetzt der GameCube, der ist ja nicht erfolgreich gewesen, aber sobald die Wii kommt, dann könnte sich das wieder ändern, ja. Mit Sony. Das denke ich auch, weil die Wii hatte gefühlt jeder im Wohnzimmer. Ja. An sich fürs Gaming gar nicht mal so eine geile Konsole, aber für Party wohl das Beste, was es gab. Oh. Da kommt die 360. Ja, die 360 kam. Ich bin erstaunt, dass die Xbox, also die erste, so halt so weit tief unten ist und auch die 360. Microsoft hat das wohl hauptsächlich mit ihren PC-Verkäufen getragen. Ja, und jetzt kommt die Wii. Totale Verkäufe ja, insgesamt, ne, da unten. Ja. Ist die PlayStation so stark? Come on, Nintendo, streng dich etwas an. Dass die Xbox immer noch hinter Sega liegt, ey. Alle drei, die am meisten verkauftesten Konsolen. Jo. Nintendo schafft's nicht, Sony einzuholen momentan. Irgendwie nicht, aber ich glaube, das Ding hier ist getürkt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Switch hingegen, die war ja auch richtig krass. Die war ja überall ausverkauft. Ja. Das müsste mit 2017 dann kommen. Und die Wii U, jetzt gehen die Verkäufe wieder runter. Ja. Ziemlich schade. Ich fand das, selbst das ich war eine gute Konsole. Ich hab die auch noch. Ich hab die halt hauptsächlich so genutzt, wie ich die Switch auch benutze, im Handheld-Modus. Dafür fand ich das echt geil. Ja. Das habe ich halt auch viel gemacht. So, PlayStation 4 Release, aber dass Microsoft so weit dahinter ist, hab ich ehrlich das gesagt hier sind nicht auch erwartet. Nur die richtigen Konsolen, ne? Weil da ist jetzt der GameCube ja, nicht der GameCube, sondern der DS ist ja gar nicht dabei. Nee, das stimmt. Also das sind nur die Heimkonsolen in dem Sinne. Ja, weil mit dem DS könnte das Ganze ganz anders aussehen, glaube ich. Ja, völlig richtig. So, PS4 Pro, 4K, UAD, so. Zeit für 2017. Jawohl. Die Xbox One X. With the power of X. So, Nintendo Switch, das released. Fastest selling console to date. Wollte gerade sagen, die aber PlayStation. Aber wird nicht lang. Oh, die kenne ich gar nicht. Captain Gizmo Konsole. Aber daher kommt das Diagramm, da solltet ihr vielleicht mal drauf gucken. Ja. Hier haben sie tatsächlich aufgehört. Aber das sind die Favoritenkonsolen. Basierend auf Verkäufe in dem Sinne. Bin mir da nicht so zu 100% sicher. Also ich müsste es prüfen, um ehrlich zu sein, aber. Für mich war Sony gefühlt noch nie stärker als Nintendo. Ja, aber ja. Ich kann es mir schon aber, vorstellen. Ne? Aber wie gesagt, da ist halt der DS nicht dabei. Ich glaube, beim DS, da wäre Nintendo dann uneinholbar weit vorne. Ne? Ja, allgemein Handheld-Sachen.
Ja, ganz genau, aber ist auch da in dem Sinne, im Gegensatz zu PlayStation, würde ich trotzdem sagen, der Einzige, der Handhelds rausgebracht hat, in heftiger Form. Ja, okay, es gibt natürlich auch noch den Game Gear von Sega, aber ich zähle mal jetzt die kleinen alten Dinger so nicht mit. Nehmen wir den Game Boy in jeder Variante, wie er stattgefunden hat. Sony hatte zwei Sachen, das war die PSP und die PS Vita. Und ja, und beide waren nicht so geil. Richtig. Also Nintendo hat ja schon durch Qualität überzeugt. Wobei, ist ja nicht grundlos so. Ja, wobei die Gerätschaften, die waren schon geil. Die haben nur Kack-Spiele bekommen, gefühlt. Also, das war zu teuer. Ja, haben aber häufig einfach auch nur abgespeckte Spiele von irgendwas bekommen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil Potenzial hatten die Vita und auch die PSP unheimliches. Gerade auch ich mit glaub, dem Remote Play. PSP hatte doch auch so ein Überhitzungsproblem, oder? War da nicht was? Ist mir jetzt tatsächlich ehrlich nicht bekannt. Und also, dass die Lautsprecher auch irgendwann durchgebrannt sind. Okay. Es kann sein, dass es irgendwie mit dem Akku damals noch zusammenhing, aber ich hatte mit meinen Gerätschaften nie Probleme gehabt. PSP, PS Vita, habe ich alle geflasht. Alles cool. Nee, aber war auf jeden Fall eine ziemlich lustige Sache. Top 10 Videogames 1979, 2020. Ist egal. Genau, ich würde sagen, wir haben jetzt wieder mal gesehen, wie sich hier ein paar Balken bewegen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut auch beim Jack vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.